Wir sind Laura und Sergej und wir haben die letzten 2,5 Jahre episodenweise einen Transporter zu unserem Traumvan ausgebaut. Jetzt geht die große Reise endlich los. Wir überwintern dieses Jahr das erste Mal in unserem Van. Unser erster Stopp: Spanien. Wir sind ohne Erwartungen los und jetzt bereits völlig begeistert. In diesem Video seht ihr warum. Viel Spaß dabei. Bist du bereit für ein kleines Abenteuer? Ja, Abenteuer. Herzlich willkommen in Spanien. Bevor wir so eine Reise starten, lese ich immer ganz viele Blogs online und informiere mich, was es für Sehenswürdigkeiten und nice Naturspots gibt. Zum Beispiel hier ist ein richtig geiler Wasserfall, den werden wir jetzt besuchen. Deswegen sind wir schon in Hiking-Klamotten und nehmen euch heute mit. Auf dem Weg zum Wasserfall laufen wir durch das charmante mittelalterliche Dorf Ruppitt, das gerade mal ca. 330 Einwohner zählt. Das Dorf befindet sich nicht weit von der französischen Grenze und deswegen haben wir es als unsere erste Sehenswürdigkeit ausgesucht. Eigentlich hatte ich nur den spektakulären Wasserfall rausgesucht, wir hätten aber echt nicht gedacht, dass auch Ruppitt so eine schöne Sehenswürdigkeit sein würde. Okay. Ja, komm. Ist das der offizielle Weg jetzt hier? Ja. Okay. Ausgeschildert. Ja. Diese Treppen sind irgendwie schon so 1000 Jahre alt oder was? Oh, sehr witziges Schild auch. Wir sind jetzt so 10 Minuten aus dem Dorf rausgelaufen und insgesamt dauert es ca. 45 Minuten zum Wasserfall zu laufen. Ist kalt? Nee, geht voll. Außerdem, egal welche Tour wir machen, egal welches Land, im Endeffekt Malaysia, Thailand oder was weiß ich hier in Spanien, All Trails ist eigentlich immer die beste App, also wirklich keine Werbung oder sowas. All Trails heißt die. All Trails, sind, ja. Ja. Das ist Pipi-Wasser, das ist der Wasserfall. Echt jetzt? Mhm. Oh, krass. Aber schau mal, wie schön es hier trotzdem ist. Ja, Leute, das ist unser Dollar-Wasserfall hier. Aber sehr, sehr schön. Ich glaube, im Frühling ist hier mehr Wasser. Ja, leider fließt zurzeit kein Wasser an dem Wasserfall. Wird wahrscheinlich an der Jahreszeit liegen, aber dennoch sehr, sehr impulsant, wie es hier aussieht. Jetzt geht's weiter in Richtung Barcelona und wir freuen uns schon sehr auf Sonne und warmes Wetter. Es ist Sonntag und ich glaube, heute ist der erste Tag, wo ich wirklich so in so einem Sommeroutfit rumlaufen kann. Richtig geil. Wir sind extra runter an den Strand gefahren jetzt. Schau mal diese geile View. Wir haben weiter oben auf so einem Parkplatz geparkt, weil wir gestern Abend noch Freunde besucht haben, von denen wir zufällig erfahren haben, dass sie auch gerade in Barcelona sind. Konnten dann da auch unsere Haare waschen und ausgiebig duschen. Das war richtig perfekt. Also mega nice Abend, haben noch Kniffel gespielt. Und jetzt geht's nochmal ein Stück weiter Richtung Valencia, weil da sollen so 29 Grad werden. Mitte Oktober, richtig crazy. Aber wir haben Bock, noch einmal richtig so Sommer, bevor wir uns dann auch auf den Winter einstimmen. Thank you.
crazy. Ab und zu mal die Perspektive wechseln tut gut. Voll die schöne Luft hier. Meeresbreeze. Aber es ist noch zu. Bevor wir weiterfahren, müssen wir aber noch aufräumen. Also jedes Mal, wenn man losfahren will, muss man ja, alles komplett aufräumen. Deswegen ist hier was gegessen noch. Reste von gestern. Ja. Deswegen, Chaos ist hier nicht, weil mit Chaos fliegt hier alles rum und das wollen wir nicht. Deswegen. Klar. Alles zusammen in eine Schale, eine Schale in den Kühlschrank und den Rest spülen wir und dann können wir los. Alles klar. Jetzt fahren wir noch mal ein ganzes Stück weiter, um einen schönen Platz direkt am Wasser zu finden. Was für eine Stellplatzsuche mal wieder. Der erste Spot gestern war richtig Horror, weil da waren so tausende von Mücken. Und dann sind wir weitergefahren, haben jetzt einen richtig schönen Spot hier gefunden, genau am Wasser. Und ich glaube, hier werden wir eine Weile bleiben. Steht jetzt eine Sporteinheit bei dir an? Ja, Sport. Wir müssen die Küste abchecken. Okay, ja, da vorne ist so eine Promenade, da, wo man so richtig lang spazieren kann oder halt eben Inliner fahren kann. Ich wünschte jetzt gerade, ich hätte auch welche dabei. So, aber erstmal bringe ich den Müll weg. Und zwar da oben. Und dann düse ich runter. Viel Spaß!
ganz alleine ein bisschen wandern und shoppen. Ist das nicht eine epische View? Einfach wow. Da steht Löwenhöhlchen, links ganz viele Palmen, da hinten diese Burg. Hammer, oder? Was für ein magischer Ort. Schaut mal, ich bin einfach an der Küste lang gelaufen, dann so ein Stück ins Inland und habe hier einfach so ein Lost Place gefunden, also so ein altes Haus, was wirklich komplett Schrott ist. Ich frage mich, wie das so zerstört sein kann, so wie ist das passiert? Und warum ist das so halb zerstört und nicht komplett? Wisst ihr, wie ich meine? Als ich gerade am Meer lang gelaufen bin, habe ich einfach so ein Auto gesehen und mir so gedacht, hä, ich kenne doch dieses Auto. Und dann waren das einfach so zwei von Insta, die ich über Instagram kenne. Richtig coole, sympathische Menschen, Angie und Sascha. Übelst der Zufall. Man weiß nie, in wen man so trifft und irgendwie treffen sich dann doch wieder alle Vanlifer an den gleichen Spots. Und wenn ihr uns mal zufällig irgendwann irgendwo seht, dann sprecht uns gerne an. Wir freuen uns mega auf neue Bekanntschaften und seid nicht schüchtern, sondern ja, sprecht uns einfach gerne an. Vanlife ist für mich nicht nur die Reise in ein anderes Land, sondern irgendwo auch die Reise zurück zu mir selbst. Ich darf hier lernen, mein eigenes Tempo zu finden, anstatt es mir von außen vorgeben zu lassen. Meinen eigenen inneren Rhythmus zu achten und meiner Intuition zu vertrauen wie einem sicheren Kompass. Wir machen heute endlich wieder einen Hike, weil nach ein paar Tagen am Meer ist mir schon ein bisschen langweilig geworden. Ich glaube, Sergej könnte ewig chillen, aber ja, wir machen so einen Spaziergang. Es ist jetzt nicht richtig Hike, alles gerade, aber wir sind hier so in den Bergen bei den Fuente de los Baños heißen die und es sind quasi so heiße Quellen. Anscheinend hat das Wasser 25 Grad, werden wir gleich rausfinden. Nehmt euch mit. Was ist das Problem jetzt hier? Ja, ich will zu diesem geilen Fotospot. Der heißt Fuente de los Baños. Aber okay. Nirgendwo, auf keinen Schildern steht Fuente de los Baños. Da stehen irgendwelche anderen Fuentes, aber nicht diese. Okay, wir gehen jetzt dahin, wo Google Maps sagt. Das ist zwar nur ein Parkplatz, aber vielleicht ist das der Parkplatz, der da dahin führt. Das kostet nämlich auch Eintritt und vielleicht ist dann da der Spot, wo man dann reingehen kann. Okay, alles klar. Let's go. Nächster Tag, neuer Tag, neues Glück. Wir sind jetzt nochmal runtergegangen zu dem Hauptspot von den Fuente de los Baños. Und das Ding ist, wir sind jetzt Mitte November hier und die Sonne, die kommt weder morgens noch mittags noch abends hier rein. Im Sommer sieht sie richtig geil aus, weil das Wasser dann nämlich richtig türkis ist. Ja, natürlich dementsprechend ist es auch ein bisschen kühler jetzt, als wenn die Sonne scheinen würde. Also Lufttemperatur ist so geht so warm. Aber ich würde da jetzt trotzdem reingehen, weil wenn wir schon hier sind, dann will ich da einmal drin schwimmen und man kann da auch so um die Ecke schwimmen und das sieht, glaube ich, richtig cool aus in der Höhle. Man kann so quasi so ganz durchschwimmen und ich will mir das einmal angucken. Ich habe schon so ein Gefühl, dass das Wasser wärmer ist als die Luft. Mhm. Also ich gehe safe rein. Aber es ist keine heiße Quelle, also nicht heiß halt. So, Sergej will nicht ins Wasser. Deswegen nehme ich euch jetzt mit und zeige euch, wie schön dieser Ort ist. Wir gehen jetzt zusammen da durch. Ich weiß auch nicht, was mich dahinter erwartet, aber es sieht von hier schon mal so geil aus. Okay, also hier kann ich mittlerweile nicht mehr stehen. Das heißt, ich muss mit einer Hand schwimmen. In der anderen Hand ist das Handy. Aber es ist so schön hier. Okay, ich glaube, da hinten kommt nichts mehr.
Das heißt, ich schwimme jetzt wieder da zurück. Puh. Voll schön, oder? Sieht doch krass aus hier. Unser Cameraman. Die Luft ist deutlich kälter als das Wasser. Du bist doch da hinten geschwommen. Seht ihr einen Clips? Ja, ja. Und das ist so schön. Ich habe eigentlich schon super viel gefilmt da hinten. Aber ja, wenn man rauskommt, ist es kalt. Aber lohnt sich. Ich würde es nochmal machen. Jederzeit. Während wir hier die Straße vorbeigefahren sind, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass hier Granatäpfel wachsen. Ich würde sagen, die nehmen wir mit. Das ist einfach nur ein wilder Baum, wilder Busch, einfach nur am Straßenrand. Und da hinten habe ich einen Olivenbaum entdeckt. Da gehe ich gleich nochmal dran. Dann nehme ich das gute Stück so in die Hand und sehe, dass der von der einen Seite schon komplett aufgeplatzt ist. Also ich denke, die sind reif. Ja, das ist die Ausbeute. 3 Granatäpfel. Einer groß, einer mittel. Und noch ein kleiner dabei. Ja, und hier ist schon der Olivenbaum. Ich weiß aber nicht genau, ob man die dann schon essen kann oder wie das hier läuft mit Oliven. Aber ich nehme mal 1, 2 mit. Einfach mal zum Probieren. Ja, Sergi denkt, man kann rohe Oliven essen. Ich habe ihm gesagt, das geht nicht, die schmecken nicht. Er will es selber ausprobieren. Ja. Testen wir das Ganze mal. Einfach so rein, oder? Ich würde es nicht machen. Ey, die sind schon weich. Die sind schon. Also. Essen wir so ein bisschen Ecke. Hey, krass. Also wie so eine Beere. Oh. Boah, bitter. Ja. Hardcore bitter. Guck mal. So, wer schon mal rohe Oliven gegessen hat, weiß, die Dinger schmecken nicht. Wow. Also schmeckt nicht wie im Laden. Nee. Nee, gar nicht. Nicht so wie aus dem Glas. Weg damit. Ja, okay, die können weg. Aber die Granatäpfel, ja, sind voll geil. Die sind voll geil. Oh, die sehen richtig, richtig reif und lecker aus. Freue mich, die zu probieren. Als Ausklang der ereignisreichen ersten Vanlife-Woche standen wir eine Weile in diesem wunderschönen Pinienwald. Wir finden es super wichtig, zwischendurch auch immer wieder Pausen zu nehmen und länger an einem Ort zu stehen, damit man sich erholen kann und Kraft schöpfen kann für die nächsten Ausflüge. Und genau zu diesen Ausflügen nehmen wir euch im nächsten Vlog mit. Deswegen, wenn ihr gerne dabei sein möchtet, abonniert den Kanal und wir freuen uns, euch im nächsten Video zu sehen.